Vielen Dank, Herr Seifen. Der nächste Redner ist Dr. Dewanger von der W-Fraktion. Frau Stadtpräsidentin, zunächst einmal immer die Studenten ranzuziehen, das würde ich mit Vorsicht genießen. Viele Studierende verlassen diese Stadt auch am Wochenende oder feiern im Max oder im Deutschen Haus. Dass die jetzt in Massen ins Kühlhaus strömen, ist nicht unbedingt immer so ganz die Realität, weil die Studierenden heutzutage nicht mehr wie alt linksversiffte 68er sind und auf Alternatives stehen, sondern heutige Studierende. Ich habe da noch die 70er mitgekriegt, Spätfolgen und Folgen, ja, auf jeden Fall. Ja, ich erlebe es ja tagtäglich in den Seminaren, da habe ich einen guten Eindruck. Ich kriege die Bachelor-Kohorte zu fast 80% in meinen Seminaren mit. Da kann ich sehr genau sehen, wie leer Studierende so drauf sind, wie viele Alternative und Nicht-Alternative so dabei sind. Und das sind nicht so die Massen. Es gibt welche, aber ich weiß auch schon, zu meinen Zeiten war das verdammt schwer, Studierende ins Kühlhaus zu kriegen. So, die Mittwochsveranstaltungen und so weiter haben wir früher hart drum gekämpft, dass wir überhaupt an welche kamen und sich das etablieren konnte. Ja? Ja, genau. So, es gibt die einzelnen Geschichten, keine Frage. Aber diese Pauschale herzuhalten, wäre ich vorsichtig. Aber das ist nicht der Kern, um den es geht. Natürlich sind alle Einrichtungen förderungswürdig. Keine Frage. Und natürlich ist es wünschenswert, denen richtig viel Geld zu geben. Wenn es nach mir ginge, würde ich jeder Einrichtung 1 Million geben, weil sie es wert ist, weil sie was Sinnvolles mitmachen würde. Aber Politik ist nicht nur wie im Kindergarten, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und wünsche mir, was mir halt so gefällt, sondern ich muss mit den Realitäten umgehen, die es nun mal gibt. Und da sind wir hier sehr schizophren. Auf der einen Seite drehen wir Konsolidierungsrunden, die zumindest die Verschuldung bremsen, ja nicht umkehren, sondern nur bremsen. Es geht also immer noch bergab, nur langsamer. Und auf der anderen Seite mit schöner Regelmäßigkeit machen wir die Tür auf und verschenken. In dem Sinne schon, Geld, das man nicht hat. Ja. Und da wir nach wie vor miese machen und keine Überschüsse im Haushalte produzieren, ist dieses Mehrgeld ja erstmal nicht da. Es muss woanders weggenommen werden oder durch Schulden finanziert werden. Insofern ist das erstmal rein finanziell gesehen ein Verschenken. Ob der Mehrwert für alle was dabei hat und so weiter, ist wieder noch eine andere Frage. Aber ich kann eben nicht in meiner Utopie leben, wo ich mir Gesellschaft sonst wie denke und die materielle Realität ausblenden. Genauso wie ich nicht ausblenden kann, dass die Grundsteuererhöhung Hartz-IV-Empfänger in Bedrängnis bringen kann. Ne? Und das passiert ja mit schöner Regelmäßigkeit. Es wird damit argumentiert, die haben 4 Jahre lang keine Erhöhung gekriegt. Natürlich nicht, weil die Leistungsvereinbarungen für 4 Jahre festgeschrieben wurden und vor 4 Jahren erhöht worden ist für die neuen Leistungsvereinbarungen, genauso wie wir jetzt erhöhen. Und in 4 Jahren wird man sich hier wieder hinstellen und sagen, wir geben allen wieder 20.000 mehr, weil wir haben ja 4 Jahre lang nicht erhöht. Und das dann immer mit der philosophischen Argumentation der Bedeutung der Kultur, egal ob man es sich leisten kann oder nicht. Ich bin lange genug selbst im Kulturausschuss gewesen, bin ja auch nach wie vor Mitglied des Kulturausschusses und ich finde es ja vollkommen richtig, aber ich bin halt auch ein vernunftbegabtes Wesen und ich erkenne die Realität, wie sie ist. Und die Realität ist so, dass wir ganz vieles machen, was wir uns nicht leisten können. Und scheinbar fängt die Ratsversammlung auch nicht wirklich damit an, mal darauf Rücksicht zu nehmen, was sie sich leisten kann und was nicht. Und darum haben wir gesagt, ja, man muss ihnen entgegenkommen. Sie brauchen einen Ausgleich, man kann sie nicht einfrieren auf dem Level. Das, was mindestens sein muss und was man auch gewähren kann, ist Inflationsausgleich, Personalkostensteigerungen etc. zu tragen, was unser Antrag vorsieht. Hier gehen wir darüber hinaus. Wohlwissend, dass wir mal den Prozess einer Kulturentwicklungsplanung hatten, Leitlinien beschlossen haben und dann, als es um die Konkretisierung und die Umsetzung ging, aufgehört haben mit dem Prozess. Wir machen nämlich einfach so weiter wie bisher, anstatt tatsächlich zu überlegen, wo wollen wir aufbauen, wo nehmen wir was weg. Genau vor dieser Entscheidung drücken wir uns immer.
Und so funktioniert das nicht. Da werden die Leute nur verdrießlich und beleidigt sein. Die 10 Aktiven in den Einrichtungen werden sagen Dankeschön und freuen sich. Und der Rest sagt, was machen die da für einen Blödsinn? Wann fangen wir dann bitte sehr mal an, wirklich seriöse, an der Realität orientierte Politik zu machen? Und das, was wir beschließen, auch zum Ende zu bringen und zu Ende zu denken. Ja, die Leitlinien zu beschließen, was wir uns in der Kultur wünschen, war dann noch ganz einfach. Selbst da haben wir ja schon gestritten. Aber da wussten alle schon, oh, das könnte zu Konsequenzen führen. Und daraus resultierte der Diskurs. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir die verabschiedet. Reicht. Machen wir nicht weiter. So bringen wir aber unsere Stadt nicht voran. So dümpeln wir nur weiter und schippen immer ein bisschen Wasser raus, um nicht ganz unterzugehen. Aber Fortschritt sieht anders aus. Vielen Dank. Das Wort hat Ratsherr Koch, FDP-Fraktion. Nein? Lux, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe auch Koch aufgeschrieben. Entschuldigung. Entschuldigung. Damen und Herren, ich tue mich ein bisschen schwer. Auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, wir haben es doch jetzt, wir haben gerade die Grundsteuer erhöht, jetzt haben wir ja Kohle ohne Ende, können wir auch noch, können wir nämlich jetzt genau das auch noch mitbeschließen. Tut mir leid, ich tue mir ganz schwer damit. Vor allen Dingen würde ich erstmal darum bitten und beantragen, dass wir den Antrag entkoppeln, dass wir nämlich die Pilkentafel und alle anderen einzeln abstimmen, denn ich finde, die Art und Weise, wie bei der Pilkentafel vorgegangen worden ist, die sollte nicht Schule machen. Da machen wir uns erpressbar, wenn einfach einer hinkommt und sagt, ich stelle mal Leute ein und ich brauche mehr Geld und jetzt, liebe Ratsversammlung, macht mal. Das kann so nicht gehen und wir bewegen uns hier auch im freiwilligen Bereich. Das ist wieder eine freiwillige Leistung, die wir uns leisten müssen können. Können wir uns aber gar nicht leisten. Na gut, Sie haben ja beschlossen, jetzt die Grundsteuer zu erhöhen. Das werden Sie sicherlich aus dem Haushalt noch mitfinanzieren. Aber ehrlich gesagt, ich finde es nicht in Ordnung. Darf ich noch mal die Tabelle haben mit den Zahlen, die wir da haben? Wir haben eben über eine Stellenerhöhung für Kita-Mitarbeiter, also Erzieherinnen und Erzieher, besprochen. Halbe Stellen. Rechnen Sie sich mal aus, was wir bei dem Mehrbudget, was wir da jetzt beschließen, an Stellen hätten erhöhen können. Das gebe ich Ihnen mal als Denkaufgabe mit nach Hause. Das ist eine freiwillige Leistung, die wir jetzt hier beschließen und deswegen werden wir nicht dem zustimmen. Wir hätten mit dem Geld, was wir jetzt hier zusätzlich beschließen, schon mal einen Teil der Kita-Finanzierung, das sind jährliche Zahlungen, damit hätten wir einen Teil der Stellen, nicht alle natürlich, das ist mir auch klar, aber Sie hätten da schon pro Kita, also für eine Kita hätten Sie die Gruppengröße schon mal erhöhen können. So, das ist nur ein kleiner Teil und wir haben ganz viele freiwillige Bereiche, wo wir immer großzügig alles ausschütten. Wenn wir hier die Mittel eingefroren hätten oder nur moderater erhöht hätten, könnte man ja, um die Inflation auszugleichen, hätte man noch mitreden können. Aber ich bin nicht bereit, jetzt hier die Hand zu heben, um hier noch weitere freiwillige Leistungen auszugeben, um dann den Bürgern hinterher zu erklären, warum wir noch mehr Grundsteuer vielleicht irgendwann erhöhen müssen, weil wir nicht rechnen können. Vielen Dank. Das Wort hat Ratsherr Kort, SPD-Fraktion. Zieht zurück. Dann ist Herr Dr. Döring, CDU-Fraktion, bitte. Frau Präsident, meine Damen und Herren. Das wird möglicherweise eine denkwürdige Sitzung, weil ich muss doch tatsächlich dem Kollegen Dr. Dewanger und auch dem Kollegen Lux teilweise Recht geben. Das eine ist in der Tat, wir haben ja hier inzwischen die vierte Ergänzung und wie viele Vorschläge es eigentlich in Wirklichkeit waren, wie man das machen soll, die Zahl ist wahrscheinlich liegt weit darüber. Und da ist sicherlich auf ein politisches Versäumnis hinzuweisen, das hat der Kollege Dr. Dewanger zu Recht getan, und das ist, dass der Kulturentwicklungsplan an seiner entscheidenden Schwelle hängen geblieben ist und wir keine Handhabe haben, die uns qualitativ, quantitativ oder wie auch immer eine Wegweisung gibt, wie solche Förderung stattzufinden hat. Und das muss sich ändern. Das kann nicht sein, dass wir in 4 Jahren tatsächlich wieder hier stehen und wieder wie auf dem Bazar über diese Themen sprechen. Da muss es Richtlinien geben. Aber Kollege Dr. Weber, freuen Sie sich nicht zu früh, denn bei Ihnen nehme ich Ihnen aber nicht ab, dass Ihnen das wirklich ernst ist mit der Kritik, denn das ist so das Problem, wenn man immer gegen alles sein will, ja, wir in Frontalopposition, dann widerspricht man sich leider auch manchmal
Und ich finde es ja schon erstaunlich, dass Sie gerade eben noch dafür waren, 6 Millionen Euro mal eben aus dem Haushalt wegzudrücken. Und jetzt bei 105.000 machen Sie in die Hose. Also das ist dann schon irgendwo ein bisschen unschlüssig. Dem Kollegen Lux kann man natürlich das nicht vorwerfen. Er wollte gar nichts bezahlen. Und womit Sie recht haben, und das finde ich auch, dieses Wort der Kritik muss auch hier in der Ratsversammlung kommen, finde ich, wer auf eine städtische Förderung hofft, der möge doch bitte in Zukunft erstmal mit der Stadt abstimmen, ob denn das Konzept auch förderungswürdig ist und nicht das Konzept fertig machen und sagen, nehmt oder ich sterbe. Insofern muss ich auch sagen, die Vorgehensweise der Pilkentafel ist hier nicht in Ordnung gewesen. Das muss sich ändern, aber da sollen ja nun auch neue Leute hinkommen mit einem neuen Konzept. Ich habe auch gehört, die wollten irgendwie am 3. Oktober die Nationalhymne grunzen. Ja. Verstehe ich auch nicht. Also ich habe dann gedacht, wenn Sie sie furzen können, dann ist es vielleicht Kunst. Nicht? Na gut, aber meine Damen und Herren, eine Sache ist mir auch noch wichtig. Das Kühlhaus habe nur alternative Kunden, die ist falsch. Also ich habe Herrn Kienast neulich da getroffen. Ja. Und wir haben, unsere beiden Kinder haben geweint, weil sie nicht reingekommen sind. Deswegen habe ich kurz überlegt, dass ich dagegen stimme. Aber Spaß beiseite, jetzt mal mit Ernst. Diese Einrichtungen sind wichtig für die Stadt. Und was wir hier machen, ist auch der richtige Schritt. Und für das nächste Mal müssen wir uns besser aufstellen. Das ist gar keine Frage. Da muss der Kulturentwicklungsplan weiterentwickelt werden. Das ist für mich die Lehre aus der Verhandlung über diese Vorlage. Aber jetzt werden wir das hier so beschließen und etwas Gutes für die Kultur unserer Stadt tun. Danke. Als nächstes habe ich Heinz-Werner Ratzherr Jezewski, Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist ja kein Geheimnis, warum Die Linke zwar noch hinter dem Antrag steht, so halbwegs, aber nicht mehr richtig. Das Dazukommen einiger neuer Akteure hat zwar die Mehrheit für diesen Antrag gesichert, aber hat auch schon an der Qualität geknapst. Und wir stimmen nicht zu, weil es unserer Ansicht nach zu viel Geld wäre, was die freien Kulturträger kriegen. Die können im Moment gar nicht zu viel kriegen, sondern weil sie zu wenig kriegen. Nun danke ich aber trotzdem, diese Debatte hat mir endlich mal was gebracht. Ich habe ja immer gezweifelt an dem Zitat von Karl Kraus: Wenn die Sonne der Kultur steht, dann werfen sogar Zwerge lange Schatten. Ich habe gezweifelt bis vor 10 Minuten, bis der Kollege Lux mir bewiesen hat, dass das Stichwort stimmt. Deswegen auch mein Vorschlag für die zukünftige Finanzierung. Ich würde wirklich vorschlagen, dass die FDP-Fraktion es aufgibt und sagt, wir können es sowieso nicht. Und wir könnten von dem eingesparten Geld dann eine weitere Einrichtung finanzieren oder vielleicht sogar die Pilkentafel auskömmlich. Und dann hätten wir endlich mal Erfolg. Danke. Vielen Dank. Ratsherr Max Stark, CDU-Fraktion. So wie wir das eben gemacht haben, muss ich ja jetzt erstmal die Antragstellenden Fraktionen fragen, ob sie mit der Einzelbestimmung einverstanden sind. So wie wir das eben gemacht haben, war immer die Einzelbestimmung. Ich wollte ja die Frau Stadtpräsidentin, Entschuldigung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ein bisschen ablenken, weil ich im Augenblick befürchte, wir kriegen vielleicht noch eine fünfte Ergänzung. Und das wollen wir nicht, das wollen wir alle nicht. Und ich möchte aber auf den Beitrag von unserem Kollegen Pelle Hansen nochmal eingehen. Das war ein fantastischer Pelle Hansen. Wunderbar gesetzte Worte. Allerdings genau das, eine fantastische Pilkentafel, von der war ja in den letzten Minuten die Rede, das wollen wir nicht. Das wird die Pilkentafel auch nicht gerecht, wenn die jedes Mal Fantastisches macht. Jede Aufführung, jede neue Produktion, die immer nur fantastisch ist, ist daneben, ist langweilig und nicht spannend, sondern wird dem nicht gerecht, was eigentlich die Pilkentafel uns mitgeteilt hat, wie sie sich aufstellen will, was sie bringen, was sie zukünftig anders machen will. Wenn sie das immer in einem fantastischen Stil macht, dann
habe ich Angst um die Evaluierung. Und insofern sollten wir das Fantastische nur Pelle Hansen und seinem großen Vorbild Markus Lanz überlassen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Debanger, WIF-Fraktion. Jetzt ist er noch in der falschen Reihe. Frau Stadtpräsidentin. Es geht zügig. Ich möchte nur sicherstellen, dass Herr Döring keinen falschen Eindruck von mir gewinnt. Erstens habe ich nicht behauptet, dass nur Alternativen ins Kühlhaus gehen. Ich selbst gehe da auch hin. Ich bin vom Herzen links, aber ansonsten gehöre ich, glaube ich, eher in der spießigen Mittelschicht an. Stehe ich auch zu. Und als Zweites, was für Sie so komisch aussieht, ist es überhaupt nicht. Ich bin bereit, 6, 7 oder 10 Millionen für die Kindertagesstätten und die Qualität auszugeben. Aber für mich ist die Voraussetzung, dass es solide finanziert ist. Und zur soliden Finanzierung gehört für mich auch der soziale Gerechtigkeitsaspekt. Und der stimmt bei der Lösung vorhin für mich eben nicht, weswegen ich für ein anderes Modell war. Und wir haben ja 2 Jahre lang auch andere Modelle die ganze Zeit besprochen, wo vielleicht die Mehrheitsverhältnisse auch anders ausgesehen hätten. Hier ist es so, dass ich gleichzeitig sage, da erstmal nicht. Aufgrund der Kulturentwicklungsplanung ist ein inhaltlicher Grund und weil wir es uns nicht leisten können. Wie komme ich jetzt dazu, bei dem einen zu sagen, das können wir uns leisten und bei dem anderen, das können wir nicht? Ganz einfach, weil ich Prioritäten setze. Und das ist das, was hier ganz, ganz oft fehlt. Vielen Dank. Ich habe niemanden mehr auf der Redeliste. Deshalb kommen wir zur Abstimmung. Und zwar zunächst über die Ratsvorlage 105 aus 2016, die 4. Ergänzung bezüglich der Verlängerung der Leistungsvereinbarungen mit Vogt Baltica, Kühlhaus, Pilkentafel und Volksbad. Wer diesem Antrag zustimmt. Wir haben eben. Auf eben. Schluss aus. Das war fast über Abstimmen. Nee. Unser Antrag. Wir entscheiden, nicht Sie. Ja. Die Antragsteller übernehmen es nicht. Somit kommen wir zum Abstimmung der Ratsvorlage 104. 4. Ergänzung. Wer kann der Vorlage zustimmen? Ich komme auf 27. Das sind 27 Ja-Stimmen. Wer stimmt? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer stimmt dagegen? Wer stimmt dagegen? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Gegenstimmen. Und wer enthält sich? Bei 2 Enthaltungen. Damit ist der Vorlage angenommen und somit entfällt die Abstimmung über die 3. Ergänzung. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, Erlass einer 2. Änderungssatzung zur Satzung für das Jugendamt der Stadt Flensburg. Ich verweise auf die Vorlage. Das Wort ist nicht gewünscht, somit kommen wir zur Abstimmung. Wer kann dieser Vorlage zustimmen? Alle Hände oben einstimmig. So, die Vorlage, Ratsvorlage 102 2016 wurde zurückgenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12, die Satzung über die Fernwärmeversorgung in der Stadt Flensburg. Bitte? Ja, ist an, ist noch rot. Ich versuche etwas lauter zu sprechen. So, die Satzung über die Fernwärmeversorgung in der Stadt Flensburg. Ich verweise auf die Vorlage. Ich sehe auch keine Wortmeldungen, somit können wir gleich abstimmen. Wer kann dieser Vorlage zustimmen? Eins, zwei, drei,
27 Ja-Stimmen. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Eine Nein. Und wer enthält sich? Bei 4 Enthaltungen. Damit ist die Vorlage angenommen. Wir kommen zur Aufhebung der Sanierungssatzung Flensburger Altstadt, Ratsvorlage 98 aus 2016. Ich verweise auf die Vorlage. Ratsherr Glenn Dirking, war das eine Wortmeldung? Ach so, ich habe das als Wortmeldung gedeutet. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer kann dieser Vorlage zustimmen? Das ist auch einstimmig. Stimmt's? Das ist einstimmig, Vorlage ist angenommen.